Na, ist die Treppe also wahrscheinlich doch oben. Wahrscheinlich doch. Okay. Was ist denn, bist du mir fallen? Also irgendwas um mir fallen. Abgefackelt. Die erste Wirkung können wir auch genau sagen, wa? Lol. Solange irgendein Riesenvieh kommt, was und ich sterbe ist, bin ich eigentlich relativ zufrieden hier erstmal in der Ebene. Nicht? Ach, da war der, den gemessert habe, war. Oh, scheiße. Bolzen verschwinden. Oh, ich kann gerade kotzen. Ich dachte, die verschwinden immer. Bericht Anomalien bei STEM-Integration. Wir beobachteten neue und unerwartete Nebenwirkungen der STEM-Integration bei bestimmten Einwohnern von Union. Die Symptome fangen unscheinbar an. Kurze mentale Zusammenbrüche, ausgelöst durch rudimentäre Gedächtnis. Au. Gedächtnisüberlagerung, betroffene Einwohner durchleben ihre alten Erinnerungen wieder, was zu Verwirrung führt. Ihre Erinnerungen erneut zu überschreiben, ist nur eine Übergangsmaßnahme. Ihre neuen Namen in Union sorgen dabei für nur noch mehr Verwirrung. Schnell entwickeln sich diese kleinen Brüche zur vollständigen Verfremdung und schließlich zur physischen Metamorphose. Das Phänomen betrifft aktuell nur 0,005% der Bevölkerung.
ist aber trotzdem beunruhigend. Aus dem Beacon-Vorfall wurde viel gelernt. Aber STEM ist nach wie vor Experimentaltechnologie. Wir isolieren unsere Forschungen, während wir Union weiter ausbauen. Es ist wichtig, dass wir der Sache ein Ende setzen, bevor es eskaliert. Ich glaube, die Eskalation ist da. Okay. Meine Fresse, du Stück Scheiße. Schnauze, Mann. Sagt man. Oh, wow, Nahkampfschaden ist erhöht. Alter, wie lange muss ich da drin schlagen? Eine Woche oder was? Kann ich wirklich mal Flaschenpfand aufsammeln hier? Man könnte jetzt doch, dass ich mit dem Dia hier ein bisschen mehr machen kann, aber anscheinend nicht. Schade. Das wäre auch später gewesen, glaube ich. Flaschenpfand, Flaschenpfand, wo ist hier mein Flaschenpfand? Nochmal, zack. Ne, der, ja. Warte mal hier an dem Tisch hier vorne. Ach da, sag ich doch. So, keinen Bock drauf. Na, mal gucken. Ganz easy. Schon mal nichts, okay. Meine Abwehrwaffen zumindest mal wieder annehmen. Okay.
Was haben wir denn hier? Gute Frage. Computerdatei, Studie über einen Operator. Unsere schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Das Phänomen der Verlorenen hat sich auf die Morbius Operators ausgeweitet. Wir hatten schon vermutet, dass die Verwandlung. Wir hatten schon vermutet, dass die Verwandlungen ein Ereignis der Gedächtnisüberschreibung sind. Allerdings wurde das der Operative nicht getestet. Angetastet. So, läuft. Wir haben es geschafft, einen betroffenen Morbius Operative unter Quarantäne zu stellen und zu eliminieren, bevor er sich verwandeln konnte. Vielleicht hat ihn der Kontakt zu so vielen toten Verlorenen in der Grube anfällig für das Phänomen gemacht. Die Frage ist nur, was genau war der Auslöser? Vielleicht ist es auch nur ein Zufall. Wir werden sein Einheit Cerebralship entfernen und hoffen, durch ihn neue Daten zu erhalten. Die Entfernung intakter Cerebralships ist mit dem Extraktionsgerät möglich. Der Ablauf ist automatisiert und relativ simpel. Dazu legt man die Person einfach auf die Bahre und gibt den Aktivierungscode 0128 ein. Wenn sein Chip noch nicht entfernt ist, kann ich damit durch die Tür kommen und Hoffmann finden. Okay, mal sehen, was passiert. Ein Herz-Cerebral-Chip. Dieser elektronische Chip wurde dem Morbius Operative ins Gehirn gepflanzt. Oh, zum Glück ist er schon tot. Ich muss aus diesem Labor raus. Ach, ich fühle mich gerade so heimisch. Das war mir so. Abfuck jetzt mit den Viechern, ne? Ja, das System wehrt sich halt dagegen. Guck mal, da wird so ein KI-System halt sein, auch so ein bisschen, ne? Ja.
müssen, okay. Ich würde schon wieder 6 liegen lassen in der Zeit, ja. Ich weiß. Bevölkerung hat sich bereits verwandelt. Unsere Anstrengungen waren umsonst. Der Kern entkam vor weniger als einem Tag. Nach nur wenigen Stunden erhielten wir Berichte über immer mehr Verlorene. Wir sind jetzt überall. 20% von Unions Bevölkerung hat sich bereits verwandelt. Und sie jagen und töten alle, die noch am Leben sind. Es ist ein Albtraum. Wenn das so weitergeht, ist in 2 Wochen keine mehr da. Wir haben den Kontakt zu Mobius verloren. Wir sitzen hier fest. Mit Verlorenen. Es kann nicht mehr gestoppt werden. Das ganze Union-Experiment wird scheitern. Wir sind alle verdammt. Tut mir leid. Okay. Nummer 500 Gilde bekommen. Wie ist das? 40 Deule. Dann gehen wir wieder runter in die gute Stube, wa? Die Ebene ist safe. Also von oben kann man jetzt erstmal nicht mehr attackieren, anfallen, auf den Sack gehen. Ist doch schon mal praktisch. Sind das Einwohner von Union? Was hat Morbius mit ihnen gemacht? Ich muss sagen, die Chips entfernt. Ich hab das vorher erwartet, dass hinter den Säcken irgendwas ist, ne? Geht's ja ziemlich tief runter. Computerdatei. Beobachtung in der Grube. Hier ist es so einsam und unheimlich. Ich werfe diese Leichen, diese Dinger in die Grube. Aber es kommen einfach immer mehr. Warum bin ich überhaupt hier gelandet? Ich höre Dinge, Stimmen. Sie kommen aus der Grube. Das kann nicht sein. Aber wenn sie nicht in der Grube, aus der Grube kommen, dann sehen sie in meinem Kopf. Und das ist noch schlimmer. Akustische Halluzinationen gehören zu den Symptomen. Nein, ich kann nicht infiziert sein. Das ist kein Virus oder ein Bakterium. Das ist eine mentale Sache, die nur Bewohner infiziert, deren Erinnerung umgeschrieben wurden. So haben sie es mir zumindest gesagt. Scheiße, ich muss mich zusammenreißen. Es ist nur die Einsamkeit, die mich so denken lässt. Die Einsamkeit. Und die Nähe zu diesen verrückten Leichen. Es handelt sich nicht um das Phänomen.
Oh nein. Es kommt. Ich muss hier raus. Nur noch kommen. Lass mich den ganzen Scheiß weglaufen. Zack, da.